Am Deadline Day könnte sich ein echter Transferhammer anbahnen. Laut dem englischen Mirror will der FC Arsenal Julian Draxler von Paris Saint-Germain verpflichten und dafür doch noch Alexis Sanchez zu Manchester City abgeben. Zuletzt hatte Draxlers Berater Roger Wittmann einen Abschied des Weltmeisters ausgeschlossen. Sicher soll der Abgang von Bayerns Renato Sanchez sein, das bestätigte Karl-Heinz Rummenigge. Der Portugiese wird laut Kicker für ein Jahr nach Swansea ausgeliehen, ohne anschließende Kaufoption. Die Leihe soll den Premier League Club rund 8,5 Millionen Euro kosten. Swansea City wird derzeit vom ehemaligen Bayern Co-Trainer Paul Clement trainiert. Der BVB bleibt seiner Linie treu und will das nächste Juwel an Land ziehen. So soll der 17-jährige Jadon Sancho von Manchester City nach Dortmund wechseln. Ebenfalls einen Wechsel von der Insel nach Deutschland plant Klopps Nochschützling Divock Origi. Der Stürmer vom FC Liverpool soll zum VfL Wolfsburg verliehen werden. Im Gegenzug will Klopp den Flügelspieler Alex Oxlade-Chamberlain vom FC Arsenal an die Anfield Road holen. Im Gespräch ist eine Ablösesumme von 44 Millionen Euro. Auch Leicesters Meisterheld Riyad Mahrez wird noch mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Der Offensivstar wird sowohl vom AS Rom als auch von den englischen Kontrahenten vom FC Arsenal und vom FC Chelsea heiß umworben. Auch der FC Barcelona soll seine Finger noch im Spiel haben.